Hallo liebe Kreuzfahrtfans, heute stellen wir euch unser Vor-der-Reise-Video Perlen am Mittelmeer mit Livorno mit AIDA vor. Ausgangspunkt der einwöchigen Reise ist Palma de Mallorca und führt dann zu den Häfen Civitavecchia, Livorno, Marseille und Barcelona, bevor die Reise am Ausgangspunkt Palma de Mallorca endet. Insgesamt legt das Schiff dabei ca. 1210 Seemeilen beziehungsweise ca. 2240 Kilometer zurück. Palma de Mallorca, die Hauptstadt der spanischen Baleareninsel Mallorca, ist bekannt für ihre malerische Landschaft und traumhafte Buchten mit schönen Stränden, aber auch für ihre leckere mallorquinische Küche. Hier lohnt sich ein Besuch der Altstadt mit der Kathedrale La Sor und dem Königspalast La Almudaina. Beliebt sind auch Fahrten ins Inselinnere oder an einen der sehr schönen Strände. Wenn es eure Zeit erlaubt, lohnt sich auch eine Fahrt mit dem Roten Blitz, einer historischen Bahn von 1920, von Palma nach Sollier und von dort mit einer historischen Straßenbahn weiter nach Port de Sollier.
Erste Etappe mit einem Seetag ist die ca. 480 Seemeilen umfassende Strecke von Palma de Mallorca durch die Straße von Bonifacio zwischen den Inseln Korsika und Sardinien nach Civitavecchia in Italien. Civitavecchia ist der Hafen von Rom und ca. 70 Kilometer entfernt von der ewigen Stadt. Empfehlenswert sind hier Ausflüge nach Rom zu den Sehenswürdigkeiten, Vatikanstadt mit dem Petersdom, Kolosseum, Pantheon, Spanische Treppe und Trevi-Brunnen, um nur einige zu nennen. Von Civitavecchia geht es in der zweiten Etappe weiter ins ca. 140 Seemeilen entfernte Livorno, das auch das Venedig der Toskana genannt wird. Für Ausflüge bieten sich die Städte Florenz oder Pisa an. Ein besonderer Tipp für diejenigen unter euch, die weder Livorno noch Pisa kennen. Fahrt mit dem Shuttle vom Schiff ins Zentrum von Livorno und kauft dort ein Kombi-Ticket für die Sightseeing-Tour in Livorno und für die Hinfahrt nach Pisa und die Rückfahrt nach Livorno.
dritte Etappe führt von Livorno ins ca. 250 Seemeilen entfernte Marseille an der Côte d'Azur. Besondere Sehenswürdigkeiten sind die auf einem Kalkfelsen über der Stadt thronende Wallfahrtskirche Notre-Dame de la Garde, der alte Hafen und die ca. 1 Kilometer vor der Küste liegende Festung Château d'If. Vierte Etappe ist die Fahrt von Marseille ins ca. 190 Seemeilen entfernte Barcelona, der Hauptstadt der spanischen Region Katalonien. Barcelona ist bekannt für Architektur und Kunst, aber auch für ihre leckere spanische Küche. Macht doch eine Rundfahrt mit einem der Hop-on-Hop-off-Busse oder bummelt über die La Rambla. Besucht den Markt La Boqueria. Sagrada Familia, Park Güell, die Kathedrale von Barcelona sind nur einige der Sehenswürdigkeiten, die zu besichtigen sich lohnen.
letzte Etappe führt von Barcelona zurück ins ca. 150 Seemeilen entfernte Palma de Mallorca, wo dann auch die Reise endet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert doch meinen Kanal und vergesst bitte den Daumen hoch nicht.